Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bausimulator. Und wir sind hier immer noch auf unserer Solaranlagenbaustelle, wo wir hier ja die Sonnenkollektoren jetzt geholt haben. Wir müssen hier noch einen Graben bauen, ausheben. Das machen wir jetzt. Geht ja relativ zügig. Warte mal, machen wir mal Licht an hier, damit wir ein bisschen was sehen. Oha, das ist schon ganz schön am Blenden. Ne? Hat der eigentlich Arbeitsleuchten? Ja, hat er. Für hinten auch. Sehr gut. So, dann wollen wir hier mal Gas geben. Boah, das blendet aber ganz schön, ne? Die Scheinwerfer da vorne. Aber gut, man sieht wenigstens was. Wir fangen direkt an zu buddeln, damit wir hier vorwärts kommen. Wir haben ja einiges zu tun. Wir müssen hier noch Sonnenkollektoren, Solaranlage hier zusammenbasteln. Da ist noch einiges am Start. Wobei wir jetzt schon 80% Baufortschritt haben. Ne? Also allzu lange kann es auch nicht mehr dauern. Von daher alles gut. Aber wir wollen ja auch mal fertig werden hier mit dem Auftrag. Ne? Also sind jetzt auch schon wieder lange genug dran. So. Und direkt wieder rein die Schaufel. Je mehr wir hier ausheben, desto besser. 10% haben wir. Oh, ich glaube, da ist ein bisschen was daneben gegangen. Also die Scheinwerfer, die blenden ja schon ein bisschen in der Nacht, ne? Ich hatte es in der letzten Folge schon mal angesprochen. Ich fände das eigentlich ganz cool, wenn die hier größere Scheinwerfer an den Rändern, also wenn die höher werden und mehr... Oh, vorsichtig ausgeben. Und dann mehr ausleuchten würden. Fände ich schon ganz nice, aber gut, haben wir nicht. Deswegen müssen wir erstmal mit dem klarkommen, was wir hier haben. Aber die Scheinwerfer, die sind schon gut brutal. So, zack. Weiter geht's. Mal gucken. Ich habe das Gefühl, ich schütte einiges daneben. Schauen wir mal eben. Halt, hier rum. Na, steigt ein. So, rein da. Ne, ist aber nichts daneben gegangen. Alles gut. Kann ich nochmal hier Ticken wir heranfahren an alle nochmal hier, so, dann passt das auch. Also ne, falsche Seite. So, dann gehen wir hier nochmal rein. Sehr gut. So, dann wird das auch nicht mehr so, als würden wir hier die Hälfte daneben schütten. Perfekt. Jawohl. Nee. Und weiter ausbuddeln. Sehr schön. 27%. Bisschen höher. Jawohl. Kann man ein bisschen so machen, dann sehe ich ein kleines bisschen besser. So, zack. Ja, 30% passt. Nice. So, wir wollen hier echt Gas geben. Ah, sehr schön. Es wird ja auch wieder hell. Das ist auch schon mal sehr gut. Da sind wir dabei, ne? So, geht mal ein Teufelchen, komm, ein Teufelchen geht da noch rein. Oder? Ist jetzt da krumm gebuddelt? Ne, geht. Geht, geht, geht. Das dürfte noch passen. So, nochmal einen Meter zurücksetzen. Einsteigen und wieder verkaufen. Ah, komm, steig aus. Und hier wieder ein. Und halt. Zack, so. Und vorwärts.
Rein mit dem Baggerarm, jawohl. Herrlich hier am Ausbuddeln. So, die Brückenkollektoren, die haben wir jetzt noch nicht abgesetzt, weil hinter mir macht das keinen Sinn. Da müssen wir noch mal ran. Jetzt fahren wir noch mit Bagger lang. Wäre halt ziemlich dumm, wenn ich mir da den Weg versperre. Die setzen wir dann gleich. So. Oder ein ziemlich breiter Graben jetzt gerade, ne? Lol. Naja gut, egal. So, da vorne kann noch ein bisschen was rein in den, Bullenkipper. So, 50% haben wir. Genau da. So. Mehr scheint aber wieder nicht reinzugehen. Ja, das ist halt ein bisschen schade, ne? Dass da so wenig reingeht. Oh, halt. Aber gut, egal. Kommen wir trotzdem sehr gut mit klar, ne? So. Wieder dahin und weiter geht's mit dem Graben ausheben. . 54%, wir haben es gleich geschafft. Warum klappt das eigentlich jetzt gerade mit dem Graben und auch mit dem anderen um so vieles besser? Und bei dem ersten haben wir uns so schwer getan. Was haben wir denn da gemacht? Vielmehr, was hätte ich denn da gemacht? Man weiß es nicht. Das war ja echt traurig. Na ja, gut, egal. Die Solaranlage in der Mitte, die steht. Auch wenn es gedauert hat, aber die steht. Aller Anfang ist schwer, ne? Also so, hier stört mich gerade so ein bisschen der Schatten. Ich kann aber die Grube ja so schlecht sehen. Irritiert ein wenig. So, zack, 67%. Kleines Stückchen zurück. Zack, und weg damit, jawohl. So, das sollte aber jetzt hier reichen. Dann schauen wir mal. Jawohl, sehr schön. Machen wir hier nochmal einen Screenshot von. Passt. So, dann auf geht's. Die letzten Prozente hier reinholen. Und damit haben wir ja dann jetzt auch ja, also wenn wir die Aufgabe hier erledigt haben, haben wir ja dann einen Fortschrittspunkt bei der Ausbaustufe. Weil da fehlte uns ja noch ein normaler Auftrag abzuschließen. Und das ist ja hier ein normaler Auftrag, ist ja kein Kampagnenauftrag. Das ist ja ein bisschen daneben gehackt hier, ne? So. Und dann müssen wir mal schauen, was uns dann noch fehlt bei... Ah ja, das mit dem Tanken und Reparieren, das müssen wir dann noch machen. Wir müssten den Bagger hier mal tanken und reparieren, sehe ich gerade. Der hat es aber schon gut hinter sich, ne? Was haben wir denn mit dem Ding gemacht? Der baut ja richtig ab. Oh, halt. Also so viel, so
So geschändet haben wir das Ding doch auch nicht, oder? Also ich weiß ja nicht. So, ich sehe das gerade. Alles gut, dann müssen wir nur irgendwo bei einer Tankstelle mal vorbei. Und müssten mal... reparieren und nachtanken. Kein Problem, können wir ja machen. So, warte mal. Warte mal ein Stück zurück. So, Rainer. Zack und zack. So, der hier, der Muldenkipp hat gar nichts, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie viele mir oder wie viele uns da jetzt noch fehlen. Waren, glaube ich, noch einige. Da sind wir ja dann auch quasi mehr oder weniger voll am Anfang. Ne? Ist ja eigentlich auch wieder. Fängst du da auch wieder komplett von vorne an halt. Ne? Naja, egal. Muss ja eh die ganzen Trophäen neu machen. Irgendwie ziemlich nervig ist, aber gut. So, komm, 4% haben wir noch, dann sind wir hier durch. Ich gehe mal davon aus, dass wir den dann anschließend einlagern können hier, ne? So, 100%, jawohl, sehr schön. Juhu! So, okay, pass auf, dann gehen wir mal hin. Dann nehmen wir mal hier die Tankstelle. Ja. Okay, da sind wir auch schon. Machen wir so. Haben wir ein bisschen Licht hier. Ach, das ist die Tankstelle hier, oder was? Fahr ich ja jetzt hin. Hier ran, oder? Ah, hier, guck an. Moment. Wende ich mal ein bisschen, so. Einmal reparieren. Jawohl, einmal tanken. Alter Schwede, das Reparieren hat 8000 gekostet. Aua. Gut, okay, aber egal, haben wir gemacht. Dann einmal zum Firmengelände. So, und den müssen wir hier auch noch rausfahren. Jawohl. Okay, so, zack, zack. Kohle machen, jawohl. So, und dann können wir jetzt hier anfangen. Und den ganzen Kladderadutsch hier einfach mal überall verteilen. Dann nehmen wir erstmal die Sonnenkollektoren hier. Die müssen ja sowieso noch hier weg. Einmal hier hinladen, wo sie hin sollen. Na komm. So, Nummer 1. Zack. Können wir nämlich gleich direkt die nächsten holen. Halt. Jawohl. So, dann können wir nämlich, ja. Machen wir hier alles für fertig jetzt. Kabel verlegen und so weiter. Natürlich wieder Beton gießen, logisch. Vorsicht. So, warte mal, die müssen irgendwo hier hin, ne? Einmal hier rüber. Jawohl, zack. So, ach so, wir können die direkt verlegen. Ja, dann machen wir das doch direkt. Why not? Wenn wir schon einmal dran sind, ne? So, Nummer 1 ist dran. Ah, warte mal, kann das... Wie viel sind das jetzt hier?
Es müssten doch wieder 3 und 3 sein, ne? 1 für 3. Nee, passt ja nicht. Jetzt hätte ich nämlich fast behauptet, dass das andere Paket da drüben schon für die andere Seite ist. Oder es sind 4 und 4, dann wird es passen. Nee, wird es auch nicht passen. Hä, wie viel sind das? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Also 10 Stück sind das insgesamt. Na gut, dann werden wir wahrscheinlich. Oder? Ja doch, sind 5 und 5. Ja gut, okay, dann passt. Dann ist das andere Paket wahrscheinlich für die andere Seite. Dann brauchen wir da gar keine neuen mehr zu holen. Dann hat sich das ja auch erledigt. Ja, ist ja easy. Sehr schön. Damit haben wir uns wieder Arbeit gespart. Was? Na komm. Jawohl. Dann haben wir den Abschnitt nämlich auch hier. Na komm runter. Auch schon fertig. So, nächster Stufenaufstieg haben wir auch fast. Na komm. Jawohl. Sehr gut. Alter, entspann dich mal. Voll am Durchdrehen. Yay. Party. So, zack. Und einmal hier rüber. Oh Mann, bleib doch da unten. Ja, nimm da, ist aber egal. Hauptsache weg. Passt schon. So, und oder? Der letzte. So, sehr schön. Nice, haben wir das auch. So, jetzt müssen wir hier drüben wieder den ganzen anderen Kram verbasteln. Und dann haben wir hier ein sehr schönes Solarfeld zusammengezimmert, ne, würde ich sagen. Läuft doch. Na? So, du willst hier drüben hin. Kein Problem, Dankeschön. Nimm dir irgendwas. Ist egal, Hauptsache du hängst irgendwas an. So. Voll über den Boden geschliffen, das Teil. So. Zack. Und einmal Kabel, Trommel. So. Jawohl. Okay, Hammer. So, wir müssen wieder aus. Ich hänge fest. Also ich werde langsam echt athletisch, ne? Baumaterialien auspacken. So. Wir packen Baumaterialien aus. Herrlich. Sieht doch gut aus, ne? Kann man so machen. Dann wollen wir mal hier den ganzen Krempel. Ich glaube, wir gießen erst wieder Beton, ne? Warte mal, wo ist mein Betonmischer? Und meine Betonpumpe. Welche Fahrzeuge gehören jetzt eigentlich uns? Der Muldenkipper gehört uns. Das müssen wir nachher wieder zurückgeben. Den müssen wir zurück. Alter, wir haben so viel Zeug, was wir da zurückgeben müssen. Kein Wunder, dass wir 18.000 Credits Miete haben. So, dreh dich mal hier von der Kamera, danke. Aber gut, wir können es uns im Moment halt noch nicht so wirklich leisten, hier große Fahrzeuge zu kaufen, ne? Also so langsam ja, aber. Warte mal, ich würde jetzt mal behaupten, den LKW, den brauchen wir nicht mehr. So, warte mal, den gehen wir zurück. Den geben wir zurück und dann geben wir den Kran auch zurück.
dann haben wir die weg. Sparen wir uns da das Geld. Weil ich glaube nicht, dass wir die hier nochmal brauchen werden. So. Zack. Deckel auf. Ich werde jetzt mal sagen, wir brauchen die nicht mehr. Wir sind bei 89% von dem Auftrag hier. Das heißt, wir ballern jetzt hier die restlichen Konnektoren drauf. So. Hammer. Jetzt brauchen wir noch unseren Betonmischer. Weil dann können wir nämlich, nachdem wir jetzt hier Beton gegossen haben, glaube ich, auch hingehen. Wir können den Betonmischer nämlich auch dann dementsprechend weggeben. Oder wieder zurückgeben. Wir haben kaum noch Beton hier drin, ne? Das ist auch schon wieder so traurig. Warte mal, ich gehe mal hin und gebe das zurück. So, füll wieder auf. Ob ich das jetzt mache oder gleich mache, ist ja für die Hose. So, einmal ran da. Stopp. Stopp. Ah, nein. Ah, Mann. Es ist so... Das könnte man auch noch so ein kleines bisschen verbessern, dass der... dass man halt sanfter an die ranfahren kann, ne? Weil... Der gibt dann kein Gas, dann gibst du mehr Gas und dann gibt er zu viel Gas. So, dann machen wir voll hier die Bude. Hauptsache wir schütten erstmal alles daneben. Können wir es mal da reinschütten? Ja, Hammer. Na komm, weitergießen, 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 jawohl. Hier auch noch, ja, immer rein damit, immer rein damit. Ready. 70%. Viel brauchen wir nicht mehr. Den müssen wir treffen. Sehr gut, okay, alles klar. Einmal zurücksetzen, einmal hier zumachen. Und einmal hier wegfahren. So, dann stellen wir jetzt mal hier hin. Den lasse ich jetzt einfach mal da stehen. Ja, sieht doch gut aus. Haben wir doch hier wieder ein bisschen was geschafft. Ne? Ich sehe nämlich gerade, wir haben wieder unser Folgenziel erreicht oder unsere Folgenzeit. Naja, schade, wir sind jetzt noch nicht ganz hier fertig geworden mit dem Solarfeld. Aber gut, macht ja nichts. Kriegen wir in der nächsten Folge dann gebacken, auf jeden Fall. Das sieht auf jeden Fall schon besser aus. Ne? Kann man auf jeden Fall schon mal machen. Ja, das passt. Oh, das vibriert immer, wenn man hier läuft. Alter Schwede. Ja, auch nicht normal, oder? Ist das normal? Irgendwie nicht. Naja, egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren und bewerten. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, dass wir das dann hier endlich dann hier beendet kriegen. Ne? Sollten wir aber hinkriegen. Ich bedanke mich. Sag mal bis zum nächsten und ciao, ciao.